Im Norden von Nürnberg, fast noch im Schatten der Burg, zwischen Friedrich-Ebert-Platz und Nordring, liegt der Stadtteil Nordbahnhof. Sein Erscheinungsbild wurde durch das 19. und frühe 20. Jahrhundert geprägt. Doch der relativ junge Stadtteil hat eine viel ältere Geschichte. Im 19. Jahrhundert wurden hier einzelne Höfe und Gärten zu einer selbstständigen politischen Gemeinde zusammengeschlossen. Den Gärten hinter der Feste, einem künstlichen Gebilde ohne richtigen Ortskern. 1824 gab es hier gerade mal 84 Häuser mit 336 Einwohnern. . 1899 wurde der Nordbahnhof errichtet, als Endpunkt der Verbindungsstrecke der Nordbahn zum Ostbahnhof. Der Nordbahnhof erhielt aber nie die erhoffte Bedeutung für den Güter- und Personenverkehr und wurde 2004 aufgelassen. Nicht weit von Nürnbergs Altstadt ist dieser Stadtteil heute ein ruhiges und dennoch belebtes Wohnviertel. Wie auch andere Viertel in Nürnbergs Norden hat sich der Stadtteil Nordbahnhof im Laufe der vergangenen Jahrzehnte von einem auch industriell geprägten Vorort zu einem beliebten Wohngebiet entwickelt. Heute finden wir im Stadtteil Nordbahnhof zwei Wohnanlagen der WBG. Die eigentliche Wohnanlage am Nordring östlich der Bucherstraße und die wesentlich jüngere Wohnanlage westlich der Bucherstraße an der Hufelandstraße. Die ursprüngliche Wohnanlage Nordbahnhof wurde direkt neben dem Areal des damaligen, heute nicht mehr existierenden Nordbahnhofs als zweiter Bauabschnitt des Wohnungsbausonderprogrammes ab Juli 1927 mit den gleichen typisierten Wohnungsgrundrissen wie die Wohnanlage Giebitzenhof errichtet. Die mehr als 1000 Wohnungen in über 100 Häusern konnten schon ein Jahr später zwischen März und August 1928 bezogen werden. In den nächsten zwei Jahren wurde die Wohnanlage in ihren Randbereichen erweitert. Und Ende 1929 zählte man 1148 Wohnungen in 126 Häusern. Dazu noch 6 Künstlerateliers. In der Siedlung war mit zahlreichen Läden, Wäschemangel und Mütterberatungsstelle für den täglichen Bedarf der Bewohner gesorgt. Der Zweite Weltkrieg hinterließ auch am Nordbahnhof seine Spuren. Beim verheerenden Luftangriff vom 2. Januar 1945 wurden einige Häuser der Wohnanlage völlig zerstört und andere in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt 195 Wohnungen wurden zerstört, aber zwischen den Jahren 1949 und 1953 wieder aufgebaut. Ab 1975 wurde die gesamte Wohnanlage im großen Stil modernisiert. Bäder, Zentralheizungen und funktionsgerechte Küchen sind seitdem Standard. Ab Ende der 1980er Jahre wurden im Rahmen des Umbaus der Häuser auch Balkone angebaut. Die andere Wohnanlage im Bereich des Nordbahnhofs ist die Wohnanlage Hufelandstraße. Sie wurde im Jahre 1957 von der WBG jenseits der Bucherstraße im Norden des Stadtteils St. Johannes errichtet. In verschiedenen Haustypen entstanden hier mehr als 200 Wohnungen. Charakteristisch sind auch hier, wie in den meisten Wohnanlagen der WBG, die Grünflächen zwischen den Wohnhäusern, aber auch drumherum. Diese sind beliebte Treffpunkte für die Bewohner. Beide Wohnanlagen im Bereich des Nordbahnhofes bieten urbane Lebensqualität. Die zwischen beiden Anlagen gelegene Bucherstraße sowie der nahe Friedrich-Ebert-Platz sind mit ihren zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten die Lebensadern des Stadtteils. Hier finden sich neben Bäckereien und Metzgereien Supermärkten und Galeriengeschäfte aller Art.
Und das alles in unmittelbarer Nähe der Wohnanlagen. Der traditionelle Bauernmarkt zieht schon seit vielen Jahren durch sein vielfältiges Angebot an regionalen Produkten jeden Freitag die Bewohner der gesamten Nordstadt auf den Koberger Platz. Auch in der Gastronomie ist für jeden Geschmack etwas dabei. Vom traditionsreichen Griechen an der Ecke, dem klassischen Döner-Imbiss, alteingesessenen Szene-Kneipen, über Cafés und Eisdielen bis hin zu Restaurants, die gehobene Küche bieten. Der Mobilpunkt am Friedrich-Ebert-Platz bietet Carsharing und Fahrradverleih. Eine große Anzahl an Ärzten und Apotheken gewährleistet die medizinische Versorgung. Das Klinikum Nord, als Einstandort eines der größten kommunalen Krankenhäuser Deutschlands, liegt nur wenige hundert Meter entfernt. In beiden Stadtteilen befinden sich Bildungseinrichtungen in unmittelbarer Nähe zu den Wohnanlagen. Zum Beispiel die Ludwig-Uhland-Schule und mehrere Kindergärten, Krippen und Horte. Kirchen und kirchliche Einrichtungen ergänzen die Struktur des Stadtteils. Wie zum Beispiel die katholische St. Martins und die evangelische St. Matthäuskirche. Wer sich für bildende Kunst interessiert, wird sich sicherlich über die zahlreichen Galerien im Stadtteil freuen. Und über die farbenfrohe Wandgestaltung, die der bekannte Sprayer und Graffiti-Künstler Julian Vogel erst Ende 2017 direkt in der Wohnanlage geschaffen hat. Im nahen Umfeld der Wohnanlagen gibt es auch grüne Inseln der Ruhe. Zum Beispiel den Kaulbachplatz oder den Koberger Platz. Der kleine Archivpark liegt direkt am Friedrich-Ebert-Platz und der Schäufeleinpark mit seinem Spielplatz befindet sich inmitten der Wohnanlage. Nicht weit ist es auch zum Nürnberger Stadtpark, der fußläufig zu erreichen ist, zum weitläufigen Marienbergpark und zu einer benachbarten Kleingartenkolonie. Diverse begrünte Hinterhöfe, wie in vielen anderen WBG-Wohnanlagen auch, bieten Raum für Spiel und Entspannung. Vom Nordbahnhof aus gelangt man in kürzester Zeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Nürnberger Innenstadt. Öffentliche Buslinien wie die Linien 34 und 36 sowie die Straßenbahnlinie 4 schaffen eine ideale Anbindung an die gesamte Stadt. Mit der neuen U-Bahn-Station der Linie U3 hat sich der Friedrich-Ebert-Platz damit zu einem Verkehrsknotenpunkt entwickelt, der sich direkt vor der Tür der Wohnanlagen befindet. Bucher- und Erlanger Straße bieten einen direkten Anschluss an die Autobahnen Richtung Würzburg, München, Berlin sowie nach Erlangen. Und Nürnbergs Airport ist in wenigen Minuten zu erreichen. Wohnen am Nordbahnhof. Das bedeutet urbane Lebensqualität im Schatten der Burg. Auf einer kleinen grünen Insel im geschäftigen und quirligen Drumherum.